Finger als Lärpste hitten. Der Finger ist den ganzen Sommer auf unserem Salzburg-Almweg unterwegs. Der Rundwanderweg ist in 31 Etappen aufgeteilt. Vom Hochkönig und wieder zurück in Salzachtal. So kann man in gesunden Bank auf grünen Almen und durch 10 Ortschaften reisen. 350 Wanderkilometer hat der Weitwanderweg. Nur ein Auswahl für ihn keine eigenen Wunderziele. Ganz nach Kondi, Lust und Laune. Bin ich jetzt ja nicht einmal da? Hallo! Ja, was kommt jetzt? Das gibt's nicht überall. Das gibt's nur bei mir auf der Prächtelalm. Und wer ich bin, das verrate ich nicht. Und wo der Finger heute unterwegs ist, das soll eigentlich gefälligst selber sagen. Willkommen bei der Freizeitsendung Fingersliebste Hitten. Gleich ist es soweit und ich beginne meine Wanderung auch auf die Salzburg-Almwege. Wohin? Das erzähle ich euch gleich. Servus Finger, hab ich die Gäste. Ja, und ich begegne endlich von meiner jungen Treibensenderin. Schau, Finger, sitzen wir uns da her, Wien. Da haben wir einen Chorgast. Ja, gut. Ja, Stichwort Salzburger Almsommer, weil ich da oben gerade gelesen habe, ist seit eine von 10 Almen, was Salzburger Almsommer hitten werden können, oder? Genau so ist es. Und darum darfst du da gleich eine Karte ausfüllen, weil mit deiner Stimme können wir sicher gewinnen. Herr Kartl, du Herr, das ist ja selbstverständlich. Können die Zuschauer daheim auch wählen? Ja, freilich, und zwar auf unserer Internetseite, die siehst du hinten auf der Karte oben, und zwar www.almsommer.com. Ja, sehr gut. Aber Kartl, jetzt verzeih mal, bei so einem Wetter wäre bei der Nachmittagszeit aber frei so viel los sein, oder? Ja, vor allem am Wochenende. Aber also, sind wir froh, weil sonst hätte ich keine Arbeit. Unterstützt wird sie von den Eltern, oder? Ganz genau, ganz richtig. Von Mama und Papa. Jetzt trinken wir gut Schnaps an den Finger, weil der bricht aber immer Ring, gell? Also,
Ein Bauer stand am Scheunentor und schiffte noch eine Ritze. Da fiel eine Sense hinunter und weg war seine Spitze. Ein kleiner Stümmel blieb ihm noch zum Trost. Darum Prost. Ja, Prost, Burm. Prost, gell? Prost, Mann. Ja, Prost, Mann. Ja, alles Gute, Wünsche. Ja, gell, Prost, ja. Ah, der ist gut, ne? Fast gedacht, jetzt kann ich auch nicht einmal sagen. Ja, danke schön. Ja, Prost, Finger. Prost, Karte. Prost. Ah, wow. Gut. Boah, der ist aber jetzt echt wahnsinnig gut. Du, Karte, fahr zu. Jetzt springt da rein in den Moorbach, da in den Moorbach. Sag ich etwa wohl oder nicht? Nein, du hast recht. Der Moorbach entspringt da oben beim ins Kraxen und mündet dann mehr oder weniger unten in die Insel. Siehst du, jetzt bin ich wieder um einiges mehr belehrt. Jetzt erzähl mal, seit wann gibt's denn die Brechtliten bei euch herum? Na, ganz genau möchtest du das wissen. He? Erbaut worden ist so ungefähr im 18. 19. Jahrhundert. Ganz genau kann ich das auch nicht sagen, um einen Damm um so 1946. Kratl, jetzt weiß ich bestens Bescheid. Als erstes stoßen wir jetzt mal an auf eure Leihwand, Musi. Super. Ja,
Prost, Prost, Thomas, Wolfgang, Prost, Johannes. Prost. Prost. Prost, Finger. Aber jetzt verzeihen wir mal bitte. Seit wann gibt's denn euch jetzt die drei Fußsauertrottung? Ja, wir sind jetzt seit 10 Jahren unterwegs. Zuerst haben nur wir zwei da. Wie lang? 8 Jahre oder was? 8 Jahre. 8 Jahre. Aber der Thomas, der hat so super Klarinetten gelernt, einfach jetzt haben wir gesagt, ja. den schmeißen wir auch noch mit in die Partie nicht. Ah. Ja, kannst eigentlich noch pushen, ne? Ja, ist auch wurscht. Ja. Da bin ich voll trotteln da. Okay, ich hab's aber super gespielt. Aber jetzt, Johannes, ich hab bei dir gehört, dass du eine super Ziehharmonika spielst. Ah, besonders auf der Steirischen, jetzt erzähl einmal. Seit wann spielst du oder wie geht's dir jetzt dabei? Ich hab ja gehört, dass du Schüler auch hast. Ja, ich spiele jetzt seit 10 Jahren, richtig. Ja. Also vor 10 Jahren habe ich angefangen. Jetzt habe ich um die 6-7 Schüler. Super. Ja, neben der Schule ein bisschen, weißt du. Ah, ist eine Freude. Ja. Wo spielst du? Trachtenmusi oder Tanzelmusi? Ich habe gehört, du willst einmal Tanzelmusi machen oder irgendwas. Ja, jetzt spiele ich Flügelhahn auch. Jetzt muss ich da mal gescheit üben, gell? Ja. Weißt du? Weil die Militärmusi ist ein Muss. Ja. Aber jetzt gehen wir mal zum Wolfgang. Das ist ein super Baritonist. Seit wann spielst du jetzt? Bist du auch bei einer Musi dabei besonders, oder? Ja, in Schwarzach bei der Musi bin ich dabei, nicht? Ne? Da haben wir noch eine Böhmische, ah, Lechtwiegel und die Salzlecker Böhmische. Ja, haben wir schon gehört, ja, das sind super. Voll cool, also. Ja, und jetzt der Thomas noch. Wie geht's dir mit der Klarinette? Du bist auch dabei, oder? Oder wie geht's dir? Ja, ich bin noch bei der Musi dabei. Und so ein bisschen dahinter und nicht. Und nichts? Nein. Ich will mal lachen. Die Kathi, wo schlaf ich heute? Ja oben bei mir, ich bin dick. Dann gehen wir rauf. Da ist gemütlich. So meine Damen und Herren, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen bei einer neuen Ausgabe Fingersliebste Hitten nächsten Sonntag um 17.30 Uhr. Und jetzt suchen wir gemütlich spät aus. Ah, ich meine, da ist gemütlich. Ah, warte mal, ich meine, da lieber eine besondere irgendwie. Ah, was denn noch bitten da? Finger! Ganz egal, wo du liegst, für dich hole ich immer bloß.